Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Tim, dein YouTube-Coach. Und heute geht es darum, dass wir beide zusammen herausfinden. Es wird ein interaktives Video, also ein Video, wo du mal Pause machen musst, um dann was zu tun, eine Aufgabe zu machen oder wieder einzusteigen. Und heute wird es darum gehen, dass wir zusammen, ich und du, deine Traumzukunft gestalten. Dass du dir mal wirklich darüber klar wirst, wo will ich eigentlich hin, wo will ich sein in 10 oder 5 Jahren. Und das mal wirklich ausformulierst. Deswegen ist es super wichtig, bevor wir anfangen, hol dir ein Blatt und einen Stift, dass du das aufschreiben kannst, was gleich kommt. Und wenn du es hast, dann mach das Video wieder auf Play. Super, du hast jetzt hoffentlich ein Blatt und einen Stift. Jetzt geht's weiter. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen sagen, die wirst du dir einfach aufschreiben, wirst dann das Video wieder stoppen und wirst dir wirklich 30 Minuten bis eine Stunde nehmen, die ganz ausführlich zu beantworten. Und wichtig dabei ist, beantworte die Fragen ganz träumerhaft. Es soll ja dein Traum sein. Es soll ja in 10 oder 5 Jahren stattfinden. Wir nehmen in dem Fall 10, also deine Zukunft in 10 Jahren. Das heißt, du sollst träumen. Du sollst verrückte Sachen dir vorstellen. Du kannst meinetwegen dir vorstellen, du würdest in einem Schloss wohnen oder irgendwas in der Art. Ganz egal, was es ist. Wenn es dein Traum ist, schreib es bitte auf. Und auch wenn es übertrieben klingt, ist es okay, denn es soll ja die Zukunft sein. Da willst du ja erst noch hinkommen. Ich werde dir jetzt die Fragen vorlesen. Stopp einfach nach jeder Frage das Video, schreib dir die Frage auf und danach nimmst du dir Zeit, die Fragen zu beantworten. Die erste Sache ist, frag dich, wo werde ich aufwachen in 10 Jahren? Wo wird das sein? Ja? Werde ich in meinem eigenen Haus aufwachen? Werde ich in einem Haus am Strand aufwachen? Werde ich in einem Schloss aufwachen? Werde ich in einem Hotelzimmer aufwachen, weil ich nur noch in Hotels übernachte? Werde ich in einer Mietwohnung aufwachen? Frag dich, wo werde ich aufwachen? Und dann frag dich als zweites, neben wem werde ich aufwachen? Ja? Wirst du neben deiner Frau aufwachen und deinen Kindern? Wirst du neben 5 Frauen aufwachen, weil es dein Harem ist? Wirst du neben deinen ganzen Freunden aufwachen, weil ihr so ein großes Partyhaus gegründet habt oder irgendwas in der Art? Neben wem wirst du aufwachen? Neben wem wachst du in 10 Jahren auf? Dann frag dich, wie sieht dein Tagesablauf aus? Was sind deine Routinen? Wie beginnst du deinen Tag? Wie verläuft dein Tag und wie endet dein Tag? Was machst du den Tag über? Und damit verbunden quasi die nächste Frage, was ist dein Job? Was machst du beruflich? Ja? Wie lange arbeitest du? Wie viel verdienst du? Was genau machst du? Arbeitest du von zu Hause aus oder von der Arbeit? Bist du vielleicht dein Chef? Bist du Angestellter? Bist du selbstständig? Was auch immer es ist. Überleg dir, was willst du in 10 Jahren? Schreib es dir auf. Und dann überleg dir, das ist eine der wichtigsten Fragen, wo du am tiefsten gehen musst. Was sagen deine Freunde über dich in 10 Jahren? Wie würden deine Freunde dich beschreiben? Würden sie sagen, du bist zielstrebig, du bist sehr empathisch, sehr freundlich, verrückt? Was würden deine Freunde, wie, mit welchen Charaktereigenschaften würden die dich beschreiben? Ein ganz wichtiger Punkt, dass du dir da ein bisschen länger Zeit nimmst, um wirklich herauszufinden, wie will ich als Person in 10 Jahren sein? Die nächste Frage ist, was sind deine Hobbys? Was sind deine Leidenschaften? Was sind Hobbys und Leidenschaften, die du jetzt schon hast und die du beibehalten hast? Und was sind Hobbys und Leidenschaften, die neu dazukommen? Vielleicht wolltest du ja bei unser Kumpel Basti, der gestern hier war, wolltest du ja anfangen, Spanisch zu lernen oder Gitarren, Musikinstrument lernen. Was sind deine Hobbys, die geblieben sind? Was sind neue Hobbys, die dazugekommen sind? Leidenschaften. Ja? Das sind alle Fragen und die zusammen ergeben deinen eigenen Traumblueprint. Wir haben die Übung mal gemacht auf einem Seminar, das Max und ich gemacht haben. Mit ganz vielen Leuten haben wir denen alle ihren eigenen Traum aufschreiben lassen. Das war mega cool. Deswegen pausier jetzt das Video und nimm dir 30 bis eine Stunde Zeit, 30 Minuten bis eine Stunde. Mach diese Fragen, beantworte die Fragen, beantworte sie wirklich ausführlich, ehrlich, lass dir lange Zeit drüber nachzudenken, beantworte sie träumerisch, pausiere das Video und dann sehen wir uns in einer halben Stunde bis einer Stunde wieder. Super, du hast es geschafft. Wir haben dein Blueprint Traumleben in 10 Jahren kreiert. Du kannst es auch gerne für 5 Jahre und für ein Jahr machen, dann hast du nämlich kürzere Abstände. Es ist super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wo möchte ich sein in 5, 10, einem Jahr. Weil der Weg, also das Leben wird dich immer weiter voranführen. Ja? Das Leben geht immer weiter. Und du kannst dir halt aussuchen, ob du sozusagen so einen ungesteuerten Weg nehmen willst und irgendwo landest, wo du vielleicht gar nicht hin willst, oder ob du überlegst, da will ich hin, da wird es sein. Und dann kannst du wirklich Schritte in die Richtung unternehmen, dass du da auch hinkommst. Ja? Es wird nicht auf magische Weise passieren, aber es ist auch nicht das Allerschwerste der Welt. Wenn du kontinuierlich die richtigen Schritte gehst, dann wirst du da auch ankommen. Aber dafür musst du natürlich erstmal wissen, wo will ich hin? Und was du jetzt am besten mit dem Blueprint, mit dem, was du da aufgeschrieben hast, machst, am besten druckst du es dir aus, hängst es dir an die Wand, liest es dir einmal die Woche oder jeden Tag durch, tust es dir in dein Tagebuch oder tust es irgendwo in dein Zimmer hin, wo du es sehen kannst und wo du es dir öfter mal durchlesen kannst. Damit dein Kopf sich einfach darauf fokussiert, okay, da möchte ich hin, da soll die Reise hingehen. Und im nächsten Video werden wir uns darum kümmern, wie du effektiv Schritte finden kannst, wie du da hinkommen kannst. Ja, wir haben jetzt das Ziel und im nächsten Video
wird es um die praktischen Schritte gehen, die du machen kannst. Bis dahin, ciao.